Eine gläserne Wasserrutsche in China. Was ein Spaß für die ganze Familie sein soll, wird hier gerade richtig gefährlich. Denn einige der Glasscheiben am Boden der Rutsche haben sich gelöst. Die Folge, das Wasser läuft aus und die Schlauchboote bleiben stecken. Eines nach dem anderen kommt angerauscht und rast in seinen Vorgänger. Wie ein Auffahrunfall, nur in 10 Metern Höhe. Glück im Unglück, die Schlauchboote sind zu groß, um durch die Lücken im Gerüst zu fallen. Sie bleiben auf der Metallkonstruktion und ihre Passagiere können sich eigenständig befreien und herunterklettern. Verletzt wird niemand. Die Wasserrutsche ist nach dem Zwischenfall gesperrt und wird derzeit repariert. Außerdem wird untersucht, wie es zu dem Wegbrechen der Glasscheiben kommen konnte.